Normalerweise spreche ich nicht über Politik, aber ich möchte in diesem Video ein kleines bisschen darüber sprechen, weil es relevant ist für die deutsche Kultur. Und zwar hat mir Daniel einen Kommentar geschrieben und er meinte Folgendes. Marco, can you make a video talking about the political parties in Germany? I don't understand what's so funny about it. Every comedy show that I see, there's a comment about a certain political party and I don't get it. Thanks. Ja? Also er sagt, kannst du über die politischen Parteien in Deutschland sprechen? Ich verstehe nicht, was daran so lustig sein soll. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Comedy-Show schaue, dann gibt es Witze über eine bestimmte politische Partei und ich verstehe einfach nicht, was so lustig daran ist. Ich werde auf eine Art darüber sprechen, die ein bisschen anders ist. Ja? Also zum einen muss ich sagen, ich beschäftige mich nicht sehr viel mit konkreter Politik. Ich versuche so wenig wie möglich Zeit darin zu investieren, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass es nicht so einen großen Effekt hat auf mein Leben. Aber ich beschäftige mich sehr viel mit abstrakter Politik, ja, wie die Gesellschaft idealerweise sein sollte. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass wir sehr viel weniger Gewalt haben sollten in unserem gesellschaftlichen System. Ja? Die Philosophie ist ein Hobby von mir und ein Teilgebiet der Philosophie ist Politik oder politische Philosophie und das ist erstmal alles sehr abstrakt, aber man kann es auch umsetzen. Und ich denke, also was meine politische Philosophie betrifft, ich kann diese politische Philosophie viel besser umsetzen, indem ich mich nicht mit abstrakter Philosophie beschäftige, sondern indem ich einfach mit Menschen interagiere. Ich denke, so wie ich mit euch interagiere und mit anderen Mitmenschen, so sollte es auch so sollte es in der gesamten Gesellschaft sein, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander reden, dass wir keine Gewalt benutzen, dass wir Dinge ausdiskutieren, dass wir nicht einander zwingen, bestimmte Dinge zu tun, dass wir nicht Gewalt benutzen, all sowas. Okay? Jetzt zurück zu der Frage. Ich denke, ein Problem von dem, was ich weiß über die politische Situation in Deutschland, ja, ich meine, ich lebe auch nicht hinterm Mond, ja, ist, dass, und auch in Amerika, ja, ist, dass die Geister sich immer mehr spalten. Und ich denke, das ist ein großes Problem. Ja. Es gibt eine Gruppe, die hat eine Meinung, es gibt eine andere Gruppe, die hat eine andere Meinung. Und diese beiden Gruppen reden immer weniger miteinander. Und ein Phänomen, das daraus entsteht, ist, dass die eine Seite sich über die andere lustig macht. Und andersrum. Ja? Aber nicht unbedingt genau versteht, was die andere Seite sagen möchte. Und dann kommen wir zu so einer Situation, in der sich Daniel befindet, dass er Comedy-Shows schaut. Und ich weiß nicht, wie viel er über Politik weiß. Ne? Zumindest ist er ein Deutschlerner. Das heißt, er kommt nach Deutschland, er kommt von einer anderen Kultur, kommt in unsere Kultur rein und sieht alles mit ganz anderen Augen und vielleicht auch mit besseren Augen. Es gab vor ein paar hundert Jahren waren Geschichten sehr populär, was wäre, wenn Aliens kommen. Und sie kennen unsere Kultur nicht und sie beschreiben unsere Kultur ganz anders und solche Geschichten waren sehr populär, weil sie den Leuten gezeigt haben, wie wir vielleicht wirken nach außen, wie seltsam
die Dinge sind, die wir tun. Ja? Und das merkt man erst manchmal, wenn jemand von außen kommt und sagt, ich verstehe das nicht. Ja? Wie wir meinen, ne? Alle machen sich über diese eine Partei lustig, aber ich verstehe das nicht. Und meiner Meinung nach sollte Comedy nicht ein Ersatz sein für eine ehrliche Debatte und auch dafür die Wahrheit rauszufinden. Ne? Denn wenn ich eine bestimmte Position habe und jemand anders hat eine andere Position, ich denke, die ist vollkommen irrational, vollkommen falsch, dann ist doch das Beste, was ich machen kann, mit dieser Person zu reden, weil ich der Person dann gleich schnell zeigen kann, wie irrational diese Meinung ist. Und was viele Leute auch nicht tun, ist sozusagen Steel Manning zu machen. Steel Manning bedeutet das Gegenteil von Straw Manning. Also es gibt diese Begriffe im Debattieren. Ja. Ein Strohmann bedeutet, dass ich das, was der andere sagt, verzerre und so verändere, dass es viel irrationaler scheint, als die Position eigentlich ist. Und ich denke, wir sollten das Gegenteil machen. Ja, wir sollten keinen Strohmann machen, sondern einen Stahlmann. Wir sollten überlegen, okay, die andere Person hat eine bestimmte Meinung. Ich denke, das ist eine vollkommen irre Meinung. Und jetzt denke ich, ist aber die Aufgabe der Person, die daran interessiert ist, sich weiterzubilden und Erfahrungen zu machen und zu einem guten Ergebnis zu kommen, zu einem wahren Ergebnis zu kommen, ist, sich zu überlegen, okay, wie kann ich die Position des anderen interpretieren, sodass sie vielleicht doch Sinn ergibt. Vielleicht verstehe ich den anderen nur ein bisschen falsch, aber wenn ich ihn richtig verstehen würde, dann ist die Position gar nicht so irrational. Und das ist meiner Meinung nach das Gegenteil von dem, was passiert. Weil die meisten Leute nämlich einfach sagen, ich mache mich jetzt über die Meinung lustig. Also anstatt zu versuchen, die Meinung zu verstehen, machen sie sich über die andere Meinung lustig. Und dann ist es auch nicht unbedingt witzig. Denn es ist wirklich nur, es gibt diese Leute, mit denen ich nicht übereinstimme, also mache ich jetzt ganz viele Witze. Und das ist aber aus einer anderen Quelle als Comedy eigentlich kommen sollte. Es ist nicht der Wunsch, lustig zu sein, sondern es ist der Wunsch, jemand anderen niederzumachen, eine andere Meinung niederzumachen. Oder es ist der Wunsch, nicht debattieren zu müssen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Daniel und ganz viele andere Deutschlerner die deutsche Kultur vielleicht zu erleben, dass sie sehr viele Comedy-Shows sehen, die immer auf ein Thema haken, aber der Grund ist nicht, und sie sind aber nicht witzig, weil sie eigentlich Angst haben vor der anderen Idee. Berechtigt oder nicht berechtigt? Ja? Ich mache keine Aussage in diesem Video darüber, ob eine bestimmte politische Partei recht hat oder nicht. Mein Punkt ist, dass wir interagieren müssen, dass wir debattieren sollten, dass wir Ideen in Betracht ziehen sollten, darüber nachdenken sollten und dann Argumente finden sollten. Wirklich richtige philosophische Argumente, nicht nur, das ist ja total bescheuert, sondern wirklich richtige Argumente, um diese anderen Meinungen zu widerlegen. Ja? Entweder die anderen haben recht, umso besser, dann lernen wir etwas, oder die anderen haben nicht recht, auch gut, wir können sie widerlegen, weil wir die besseren Argumente haben. Okay? Das ist meine Meinung zum derzeitigen politischen System und wird immer meine Meinung sein, wir können nur eine friedliche Gesellschaft schaffen,
wenn wir bereit sind, miteinander zu debattieren und wenn wir bereit sind, richtige Argumente zu formulieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was du über dieses Video denkst. Und wir sehen uns später. Tschüss!